Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute möchte ich euch gerne zwei Taschenmesser vorstellen von Lagiol Dubari. Und zwar mit einem Griff aus Tannenzapfen. Einmal mit weißem und einmal mit schwarzem Kunstharz eingegossen. Und zwar für 275 Euro. Bis gleich. Lagiol Dubari ist nicht nur dafür bekannt, dass es hervorragende Taschenmesser macht in einer sehr guten Qualität und mit einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern in letzter Zeit auch, dass es sehr, sehr viele Taschenmesser macht, Sondereditionen, wo statt der Biene zum Beispiel ganz andere Tiere und Insekten gemacht werden, geschmiedet werden und auch ganz besondere Materialien einsetzt. Ich persönlich mag nicht immer so diese Kunstharz oder diese künstlichen Materialien wie Kunststoff. Ich mag eher so Hölzer, Mammut, Elfenbein, Hörner, also wirklich die natürlichen Materialien, neuerdings auch sogar Stein. Aber hier bei diesen zwei Taschenmesser, die ich jetzt vorstelle, da mache ich wirklich eine Ausnahme, weil es sind zwar mit Kunstharz gefüllte Tannenzapfen, aber die sehen ganz, ganz fantastisch aus, also wirklich komplett anders als die normalen Taschenmesser, die man so kennt aus Kunstharz. Und da ist auch natürlich etwas Natur drin, entsprechend diese Tannenzapfen, und man kann sehen, einmal wurde hier diese Tannenzapfen mit schwarzem Kunstharz gefüllt, hier mit weißem Kunstharz, und man kann auch sehen, die Ursprungsform, also sprich die natürliche das natürliche eben durch den Tannenzapfen. Und ich muss sagen, das kostet 275 Euro, aber das hat auch seine Begründung, zum Beispiel daher, dass diese Griffe nicht ganz einfach herzustellen sind. Man muss sehr viele unterschiedliche Tannenzapfen füllen. Man muss auch gucken, wenn wir hier an dem Beispiel gehen, dass dieses Füllen sehr schwierig ist, weil man sieht da dazwischen keine Luftlöcher. Und ein Material zu füllen ohne Luftlöcher ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also man muss zum einen oft das machen mit ganz viele Tannenzapfen und dann die aussuchen, die wirklich so eine hervorragende, schöne Marmorierung haben. Und das ist eben halt nicht einfach. Man kann also auf beide Seiten sehen, dass es wirklich ganz außergewöhnlich ist. Und ich bin auch wirklich begeistert von dem Aussehen dieser beiden Materialien. Und ja, der Rücken ist bei beiden ganz unterschiedlich. Hier hat sich Dubari für eine Spirale entschieden, mit einer Biene entsprechend mit Details. Da kann man also auch die einzelnen Details der Biene sehen, während bei der dunklen Variante Dubari sich für eine ganz andere Galoschage entschieden hat und für eine etwas einfachere Biene. Beide Taschenmesser haben die Ausführung Brosé, das heißt also, dass die Klinge entsprechend mattiert ist, und auch die anderen Elemente, und ich finde, dadurch wirken auch natürlich hier diese Material, also das ist ja auch nicht glänzender Griff, und dadurch passt das einfach hervorragend. Und das ist immer so eine Frage, brillant oder mattiert. Bei brillant wirken die Metallteile viel, viel stärker, kommen stärker im Vordergrund, dafür sind die empfindlicher, wenn man die anfasst. Bei der Brosé-Version ist es einfach unempfindlicher, man kann es einfach anfassen, da bleiben keine Spuren. Beide Male ist es hier entsprechend eine Klinge mit 12C27 eingesetzt worden, und insgesamt haben wir hier die Edition Plain. Plain bedeutet also, dass wir hier keine Metallbacken haben und somit das Material des Griffes über die gesamte Länge wirken kann, und da sieht es auch entsprechend gerade bei diesen Tannenzapfen sehr, sehr schön aus. Die Taschenmesser lassen sich sehr leicht öffnen und schließen.
kann ich hier nochmal zeigen. Also hier hat Dubare sich viel Mühe gegeben, die wirklich ganz leicht zu machen. Wir haben hier einen Klingenschutz, kann man auch gut sehen. Und die Verarbeitung ist absolut tadellos, also da gibt es keine Kritikpunkte von meiner Seite aus. Auch die Nieten sind sehr schön verarbeitet, wenn man mit dem Finger drüber geht. Also das ist alles insgesamt ein sehr, sehr stimmiges Taschenmesser. Durch das Gewicht von 75 Gramm lässt es auch sehr, sehr leicht mitnehmen. Es ist gleich mitzunehmen, entweder in der Hosentasche oder in der Damenhandtasche. Und ich finde, es eignet sich hervorragend als jeden Tag, also als EDC, als jeden Tag Taschenmesser, weil man damit auch alles Mögliche machen kann. Und wenn es mal runterfällt, geht nicht sofort kaputt, wie zum Beispiel Mammut-Elfenbein. Und auch mit dem Preis von 275 Euro eignet sich, finde ich persönlich, auch hervorragend für den Bereich jeden Tag Messer. Die Taschenmesser werden mit einem Kunstleder-Etui ausgeliefert. Das ist zwar hervorragend für den Transport von der Schmiede zu uns und von uns zu dir. Allerdings für den täglichen Benutzung oder täglichen Gebrauch halte ich das eher für ein bisschen ungeeignet, weil das Taschenmesser da entsprechend rausrutschen kann. Und aus dem Grund empfehle ich ja, wenn du es an dem Gürtel trägst, entweder eine dieser wunderschönen Gürtel-Etuis von Justine Dumerger zu erwerben. Natürlich bei uns oder auch entsprechend andere Leder-Etuis. Oder eben halt dieses Stecketui, weil es sich auch entsprechend schließen lassen kann und somit nicht hin und her rutschen kann, zum Beispiel in der Damenhandtasche oder in der Hosentasche. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn ja, wir produzieren zweimal die Woche solche Videos zu Thema Lagiol-Taschenmesser und wenn du keinen verpassen möchtest, empfehle ich dir, entsprechend meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Hier siehst du das neueste Video, das ich gemacht habe und hier unten ein Video, das YouTube für dich entsprechend vorstellt und hier kannst du unser Kanal abonnieren. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal, euer Mr. Lagiol.